heute sind dabei Philipp Karsch hier neben mir. Ich weiß nicht, wie der bei euch ist, aber bei mir ist er direkt daneben. Der wird heute was erzählen über Messenger-Systeme in der Schule. Das geht mich nichts an, da habe ich keine Zeit für. Dazu promoviert er nämlich. Das ist ein Thema, ich glaube, das war schon aktuell noch vor vielen Wochen. Im Moment bin ich gespannt, wie also der Stand da ist. Ich weiß nicht, aber Philipp erzählt aus seiner Diss und die Datenerhebung ist schon eine Weile her. Da war das sozusagen noch unbekannt, dass auch LehrkörperInnen mit solchen Sachen zu tun haben können. Zweite Gast freue ich mich ganz besonders drüber. Von den Studierenden ist Julia Groll zugeschaltet. Die ist da ganz außen bei mir. Ich weiß nicht, wo sie bei euch ist. Er hat im letzten Semester zusammen mit einer Gruppe ein wunderbares Fridays for Future gehalten. Man vergisst das möglicherweise in Zeiten von Corona, gerade in unserer aktuellen Lage. Wir sind ja hier schwer betroffen davon in der Nachbarregion. Wenn ihr Fragen habt, wie sich das aus der Innenperspektive anfühlt, ich weiß nicht, ob Björn noch mal Lust hat, darüber zu reden. Er hat vorhin im Vorgespräch ein bisschen erzählt, wie sich das anfühlt. Das hört sich alles nicht schön an, aber der lebt da mittendrin. Und die Dritten heute sind noch einmal aus Österreich der Professor Michael Zwanger, Leiter des Instituts für Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz und einer der Organisatoren und Leiter des regionalen Kompetenzzentrums Oberösterreich. Und wir haben Thomas Schöftner, der ist Mitarbeiter im Forschungsinstitut der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz. Und die beiden sitzen heute auf der digitalen Werkbank. Die hatten letztes Mal schon ihre Tools, die sie vorstellen wollten, kurz vorgestellt. Das werden sie heute sicherlich auch nochmal kurz machen, um dann zu sehen, welches ihr wollt, dass sie später vorstellen. Dazu habe ich heute tatsächlich vorher eine Umfrage vorbereitet, die also ich dann abfahren werde, wenn es soweit ist. Dann würde ich mal sagen, wir starten mal. Diskussion ist mal im Anschluss. Ich wünsche viel Vergnügen. Anfangen wird heute der Philipp aus seiner Dissertation. Das geht mir nichts an, da habe ich keine Zeit für. Messenger-Systeme in der Schule. Viel Spaß. Ja, Thomas hat es ja schon angekündigt. Die Erhebung bei mir ist schon etwas länger her. Von daher wäre ich tatsächlich stark dazu interessiert, was ja die Ergebnisse oder die Interviews heute ergeben würden, weil als ich die Interviews geführt habe, tatsächlich noch keiner damit gerechnet hatte, dass das, was ich dort befragt habe, tatsächlich mal Realität werden könnte und würde heute sicherlich ganz anders wären. Mir ist eine Sache aufgefallen, ich hätte meinen Titel im Nachhinein noch ergänzen müssen. Es geht nämlich hier nicht nur um Zeit, sondern es geht auch um den Raum. Das geht mir nichts an, da habe ich keine Zeit und keinen Raum für Messenger in der Schule. Und um ein ganz bisschen Interaktivität in diese ganze Zoom-Geschichte zu bekommen, habe ich mir überlegt, dass ich mich einmal selbst interviewe und das Ergebnis heute euch hier präsentieren möchte. Philipp, über was schreibst du denn eigentlich in deiner Doktorarbeit? Ja, ich habe mich gefragt, was eigentlich passiert, wenn Lehrer mit ihren Schülerinnen Messenger wie WhatsApp zur Kommunikation nutzen. Verändert das eigentlich die Beziehung zu den Schülerinnen? Und wenn ja, wie? Und haben die Lehrerinnen dann eigentlich noch sowas wie Privatheit, wo sie mal durchatmen können von der Arbeit? Ich habe ein paar Lehrerinnen gefunden und interviewt, die mir ganz unterschiedliche Erzählungen gebracht haben. Und vielfältige Umgangsformen aufgezeigt haben. Im Ergebnis habe ich 5 Antinomien des LehrerInnenhandelns in der digitalen Kommunikation herausgearbeitet. Aber haben die Lehrerinnen denn nicht viele andere Aufgaben? Müssen die das jetzt auch machen? Das ist eine gute Frage. Danke dafür. Sie müssen das gar nicht. Ob es zu ihren Aufgaben gehört, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ja, Lehrerinnen haben eine ganze Reihe von Aufgaben und bei vielen Dingen müssen sie sich entscheiden, was sie machen. Und dabei machen sie zwar immer auch einige Sachen sehr richtig, aber gleichzeitig auch vieles falsch. Werner Helsper hat das mal in Form von Antinomien beschrieben. Eine Antinomie besteht aus 2 Gegensätzlichkeiten, die beide wahr und logisch sind, aber nicht beide gleichzeitig erfüllbar sind. Ganz passend ist hier vielleicht die Antinomie der Nähe und Distanz. Lehrerinnen sind angehalten, gleichzeitig eine Nähe zu den Schülerinnen aufzubauen, aber gleichzeitig die Distanz zu wahren.
Sie sollen jeden individuell fördern, aber die Gesamtheit der Klasse nicht aus dem Blick verlieren. Sie wissen in der Theorie, welche Methoden Sie anwenden können, die aber in der Praxis nicht ohne weiteres umsetzbar sind. Eine Aufgabe von Lehrerin besteht also darin, immer wieder zu entscheiden, wie sie sich entscheiden möchten. Aber jetzt mal ganz konkret zur Privatheit. Dann sind doch die LehrerInnen gar nicht mehr privat. Die können doch gar nicht mehr alleine sein. Da muss ich jetzt erstmal feststellen, dass Privatsein nicht heißt, dass man alleine ist. Man zwar gehört alleine sein manchmal dazu, aber Privatheit ist nicht dann erreicht, wenn man den Zustand des Alleineseins erreicht hat. Ich würde sogar sagen, dass Privatheit kein Zustand ist, sondern immer ein Aushandlungsprozess. Privatheit muss immer wieder situativ abgeklärt werden. Und manchmal ist das Bedürfnis und die Möglichkeiten größer, manchmal kleiner. Privat kann ich in meinen eigenen vier Wänden sein, dann bin ich alleine. Ich kann dafür sorgen, dass private Informationen über mich auch wirklich privat bleiben. Und ich kann mich privat zu etwas äußern, meine private Meinung kundtun. Und das tue ich dann meistens in einer Öffentlichkeit und bin spätestens dann nicht mehr alleine. Also hat Privatheit immer was mit den Orten zu tun, an denen ich bin, aber auch mit den Informationen, die ich über mich preisgebe und wie ich mich verhalten kann, darf oder möchte. Die Art der Informationen, die da fließen, sind ganz besonders wichtig, weil man darüber auch die Art der Beziehung zu einer anderen Person bestimmen kann. Georg Simmel hat das mal unter dem Begriff des Geheimnisses beschrieben. Also meine Freunde wissen mehr Geheimnisse über mich als meine Arbeitskolleginnen. Meine Freundin noch mal eine ganze Reihe mehr oder zumindest andere Sachen. Und somit steuert der Fluss der Informationen die Art der Beziehung und auch andersherum. Und welche Art von Beziehung ist das eigentlich zwischen LehrerInnen und SchülerInnen? Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Manchmal hat das schon sowas von einer geschäftlichen Beziehung, weil es da ja irgendwie so um den Transfer von Wissen geht. Aber manchmal sind das auch irgendwie gute Freunde, habe ich zumindest in den Interviews gemerkt. Das war ja schon immer so, aber durch die Kommunikation oder über WhatsApp oder ähnliches wird das manchmal noch einmal viel deutlicher. Und damit vielleicht auch manchmal etwas schwieriger. Daher braucht man auch so etwas wie ein Feingefühl, wann man wie Informationen weitergibt und wann man auch mal jemanden in Ruhe lässt und Privatheit ermöglicht. Simmel nennt das Reserve oder Diskretion. Beate Rössler, die sich auch viel mit dem Thema Privatheit beschäftigt hat, nennt es Indifferenz oder einfach Zurückhaltung. Im Internet ist das ja bekannterweise nicht so einfach. Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit verschwimmen hier scheinbar automatisch. Es ist ein ständiges privates Leben im öffentlichen Raum. Und außerdem vergisst das Internet ja angeblich auch nie. Dana Boyd und Alice Marwick sagen, dass wir eine Networked Privacy benötigen, die quasi diese Reserve und die Diskretion im Netz möglich macht. Wir kennen ja den Begriff der Share Economy, wenn beispielsweise Google Maps die Daten aller Nutzerinnen auswertet und weiß, wo gerade Stau auf der Autobahn ist. Seine Network Privacy ist dann so etwas wie die Share Economy in der Privatheitskontrolle. Konkret bedeutet das, meine Urlaubsfotos können nur privat bleiben, wenn auch alle anderen, die diese Fotos sehen können, mitarbeiten. Dadurch wird Privatheitskontrolle nicht weniger komplex, aber zumindest machbar. Zentral ist der Bedarf an neuen Umgangsformen und Normen. Und dies gilt wohl auch für Nachrichten in einem Schulklassen-WhatsApp-Chat. Okay, das habe ich soweit verstanden. Aber dient die Kommunikation via Messenger nicht nur der Organisation von Unterrichtsinhalten? Wir alle erfahren derzeit, wie es ist, andere Kommunikationswege in der Lehre zu gehen. Wir schreiben mehr Mails, wir stellen Materialien bei Moodle ein, wir gucken auf irgendwelche schwarzen Kacheln in Zoom und vielleicht telefonieren wir auch mal mit Studierenden. Das organisiert und rahmt unsere Lehre, aber es macht auch unweigerlich etwas mit uns und mit den Beziehungen zu den Studierenden. Was genau das ist immer irgendwie unterschiedlich.
Und auch wenn Lehrerinnen nur mal eben, vielleicht abends um 8 mal, an das Bußgeld erinnern, dann verändert das die Beziehung. Und ganz besonders dann, wenn wiederum SchülerInnen sich öffnen, in Chatgruppen oder auch Einzelchats von ihrem Alltag schreiben und die Lehrerin und der, oder der Lehrer überlegen muss, ob und wie man das will und ob und wie man da überhaupt antworten kann, möchte oder sollte. Man kann das Ganze natürlich auch nur für Organisatorisches nutzen, also die Kommunikation nur in eine Richtung laufen lassen. Aber funktioniert das Internet wirklich so? Eher nicht. Nutze ich die Messenger als reines Push-Medium, dann halte ich zwar die Kontrolle und die Beziehung und die Privatheitsprozesse auf Ebene eben eines Zweckverbundes, dieses geschäftlichen Verbundes, wie Simmel es nannte. Öffne ich den Kommunikationsraum bidirektional und vertraue den SchülerInnen, dann lerne ich sie vielleicht auch besser kennen. Aber dann stellt sich natürlich wieder die Frage, will und sollte ich wirklich wissen, was die SchülerInnen am Wochenende gemacht haben, wo sie Party gemacht haben, ob sie Liebeskummer haben oder ob sie irgendwelche anderen seelischen, psychischen Probleme haben. Das haben mir zumindest die LehrerInnen erzählt. Und sie hatten ganz unterschiedliche Umgangsweisen dafür. Manche haben sich ganz abgeschottet und mit 2 Handys gearbeitet. Andere waren offener und haben gesagt, dass es wohl mittlerweile zu ihren Aufgaben gehört. Weder das eine noch das andere wäre nach meiner Meinung nach richtig oder falsch. Wichtig ist, dass die LehrerInnen wissen, was sie dort machen. Gut, aber Schule ist doch jetzt nur in diesem Gebäude und das ist doch vorbei, wenn alle nach Hause gehen. Nein. Also ja, das kann man so machen, aber nein. Spätestens, wenn man Messenger einsetzt, dann haben wir es mit einer Schulraum- und zeitübergreifenden Kommunikation zu tun, die eben nicht vorbei ist, wenn die Schulglocke läutet oder das Tor am Schulhof zugeschlossen wird. Nicht einfach so komme ich als Lehrer oder als Lehrerin drumherum, auch nach dem Feierabend, wann auch immer der sein sollte, die Kommunikation zu pausieren. Und auch der ehemalige Rückzugsort Sofa, das Sinnbild des Feierabends, wird nicht mehr nur metaphorisch von den SchülerInnen okkupiert, wenn abends nach Feierabend noch Nachrichten reinkommen, sondern die SchülerInnen sitzen fast mit auf dem Sofa, wie es bei einem der Lehrer herauszulesen war. Gleichzeitig öffnet sich dieser Interaktionsraum für neue Themen und der Informationsfluss wird möglicherweise gesteigert. Und dann wiederum die sowieso schon fragile Beziehungsstruktur wird unter Umständen noch fragiler, wenn die LehrerInnen plötzlich diese Beziehungsaufgaben von Schulsozialarbeit den Eltern, Geschwistern oder guten Freunden übernehmen. Ich kann doch einfach alles verbieten und dann habe ich doch gar keine Probleme mehr. Auch hier wieder, ja, das kann ich machen. Dann habe ich die Kontrolle über meine Entscheidung und komme an keiner Stelle dazu, mir selber Fragen stellen zu müssen oder mit den SchülerInnen zusammen das gemeinsame Handeln, eben diese Network Privacy zu reflektieren. Das kann und muss jeder für sich entscheiden. Öffne ich diesen Kommunikationsraum für neue Inhalte, gehe ich über diese fragilen Beziehungskonstrukte dann auch zu der Möglichkeit, diese Themen und diese Inhalte, dieses Hidden Curriculum mit den SchülerInnen auszuhandeln. Aber nochmal, das ist doch sowieso alles verboten und eigentlich gehört das doch nicht in die Schule. Reicht doch auch, wenn die das später im Beruf lernen, oder? Ja, das Erste stimmt vielleicht, aber ich bin ja kein Jurist. Das andere ist vielleicht auch richtig, aber wie sagt man so schön, was Sänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Aber mal etwas seriöser. LehrerInnen, so habe ich aus den Interviews herausgearbeitet können, wissen meist gar nicht, ob sie was dürfen oder was sie nicht dürfen. Sie haben oft die Vermutung, dass sie manches nicht dürfen, aber sie machen es trotzdem, weil sie es gut finden oder weil es irgendwie zielführend ist. Auch haben sie das Gefühl, dass von außen, von wem auch immer, ganz viele Anforderungen an sie herangetragen werden. Auch ob die SchülerInnen dann eigentlich irgendwas durch diese Kommunikation lernen oder ob es nicht auch irgendwie moralisch verwerflich ist, wenn man, naja, also ihr wisst schon. Lösung kann hier nur sein, klare Regeln und ganz wichtig, die LehrerInnen müssen miteinander sprechen, kollegiale Beratung machen und sich gegenseitig helfen. Nochmal kurz zum Schluss. Kann ich als Lehrerin denn jetzt auch eigentlich irgendwann nochmal privat sein? Also kann ich als Lehrer, als Lehrerin eigentlich nochmal ich selber sein?
Ganz einfach, ja, wahrscheinlich schon, aber anders. Es kann sein, dass man nicht immer dann privat sein kann, wenn man es will. Immer schwebt, und das habe ich in den Interviews auch herausarbeiten können, die Gefahr einer Rollendisparität mit. Nie ist man so wirklich privater Mensch, der nicht mehr arbeitet. Das muss man dann schon irgendwie aushalten oder aushandeln können. Und manchmal kann die Art, wie man mit den SchülerInnen umgeht und man mit ihnen kommuniziert, nicht einfach so gestalten, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Genau das gehört ja zu diesem Privatheitsprozess. Diese Dinge im öffentlichen Kontext so zu gestalten und so zu handeln, wie man es möchte, ohne dass jemand einem dazwischen greift. Das kann natürlich problematisch werden. So kann der autoritäre Lehrer vielleicht nicht mehr der autoritäre Lehrer sein, wenn er zu große Nähe eingeht. Oder möchte man zu sehr Freund mit seinen SchülerInnen sein, dann funktioniert das vielleicht auch nicht mehr so gut. Alles klar. Vielen Dank. Du hattest am Anfang noch gesagt, dass du deinen Titel geändert hast. Warum nochmal? Ach ja, danke, dass du es sagst. Das originale Zitat ist nämlich eigentlich etwas länger und lautet, weil das war nämlich dann kein Fall, wo ich dann sagen konnte, das geht mich jetzt nicht an, da habe ich keine Zeit für. Der Fall war so, dass ein Lehrer, den ich interviewt habe, die Nachricht bekam, dass ich eine Schülerin etwas antun wollte. Er befand sich zu dem Zeitpunkt im Fußballstadion, am Wochenende, zu einer ganz anderen Zeit, in einem ganz anderen Raum. Es war für ihn allerdings überhaupt gar keine Frage, dass er sich da jetzt kümmern musste, und hat es auch getan. Und ich denke, dass dieses Zitat ganz gut demonstriert, was seine anfängliche Frage nach dem Aufgabenbereich betrifft. Ob die Kommunikation über Messenger zum Aufgabenbereich von LehrerInnen gehört, das möchte ich immer noch nicht beantworten. Aber entscheide ich mich dafür, dann hat dies unter Umständen Konsequenzen für die Privatheitsprozesse, die Beziehungen im Klassenraum und den Sozialraum Schule, die ich als Lehrer, als Lehrerin nicht ohne weiteres zurücknehmen kann und gewissermaßen mit den guten und den schlechten Seiten leben muss. Okay, das sind doch eigentlich ein paar schöne abschließende Worte. Das finde ich auch. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Philipp, möchtest du die Diskussion leiten? Vielleicht gibt es ja direkt ein paar Fragen. Ich hätte welche sonst mir aufgeschrieben. Ja, ich glaube, Petra, die hatte gleich den erhobenen Zeigefinger gehoben. Pass auf. Ja, ich habe eigentlich nur zwei Fragen. Du hast was geschrieben von, oder du hast gesprochen von, dass sich bestimmte Dinge auflösen. Also privat, öffentlich, da wo man ist, wo man zu Hause ist, in der Schule. Du hast nicht einmal den Begriff Entgrenzung verwendet, und da habe ich gedacht, warum? Weil das wird ja klassisch auch unter dem Begriff der Entgrenzung diskutiert. Und dann habe ich gedacht, es ist spannend mit dir zu diskutieren bei dem letzten Fallbeispiel, mich hat es sofort ergriffen, und ich konnte das total gut nachvollziehen. Aber bist du dir sicher, dass die Schülerin, die gerade den Dienst genutzt hat, mit dem Lehrer, der im Stadion sitzt, dass die wirklich in einem anderen Raum gesessen haben oder nur an einem anderen Ort? Vielleicht können wir dann die Frage einmal bei der Zigarette später diskutieren. Aber das wollte ich wissen, ob du dir da so sicher bist. Hast du eine Sozialraum-Fragestellung in deiner Arbeit? Das würde ich sehr begrüßen, das ist super. Das wäre nämlich ganz neu für mich. Und abschließend hätte ich gerne noch die Frage, das wäre dann die dritte, mit welchem Tool hast du diese geile Präsentation umgesetzt? Das ist ganz neu für mich. Ich bin ja nicht so technikaffin. Also, ich kann dich beruhigen an zwei Stellen. Der Begriff Entgrenzung taucht auf, aber ich habe ihn heute nicht hier mit drin gehabt. Der Begriff Sozialraum und die Diskussion darum, was ein Raum überhaupt ist wie man einen Raum verstehen könnte und dass ein Raum eben nicht das ist, ein Gebilde mit vier Wänden um sich herum, sondern dass es ein Raum eben darum auch entstehen kann, wenn Menschen in irgendeiner Form miteinander in Beziehung stehen, das kommt auch drin vor. Kann ich dich also beruhigen, und das Tool, mit dem ich das gemacht habe, das ist im Grunde genommen Keynote, das ist was Ähnliches wie PowerPoint, und das andere Tool war mein Gesicht. Zweimal so, zum Tool und zum Gesicht. Danke! Ja.
Und auf die andere Diskussion, wenn du das gerne nochmal dann vertiefen möchtest oder so, dann können wir das gerne irgendwann mal machen. Also ich hätte auch noch sehr viele andere Sachen reinkriegen müssen, aber ich habe natürlich irgendwie heute nur diese Viertelstunde Zeit gehabt und ich habe versucht, das auch möglichst viel hereinzubringen und da war es jetzt einfach nicht möglich und alles irgendwie reinzubringen und ich wollte auch nicht irgendwie euch mit allen möglichen theoretischen Inhalten, die dort drin vorkommen, die so um die Ohren werfen, weil ich glaube, das macht, ich weiß gar nicht, ob das über so eine Zoom-Geschichte so funktionieren würde, so eine tiefere theoretische Betrachtung von manchen Sachen, das weiß ich nicht und deshalb wollte ich das einfach heute nicht machen. Mich würde mal interessieren, weil wir ja zwei aktive Lehrer hier haben, die also im Dienst sind, macht ihr auch Erfahrungen mit Messenger-Systemen? Also nutzt ihr Schülerin irgendwie, seid ihr da mal mit Messenger-Diensten irgendwie kommuniziert mit denen oder gar nicht? Ja, also gerade als Philipp über Privatheit gesprochen hat, das war mein Steckenpferd ab Mitte März, wo ich einfach nicht mehr privat war. Und zwar von morgens 5 bis abends 1, 2, 3. Bis, ich weiß gar nicht, Mitte Mai oder was. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist erstmal gut und habe die alle nur noch in Microsoft Teams zugelassen. Denn es war einfach, ich konnte nicht mehr privat sein. Es kamen ständig Fragen, ob es jetzt beziehungstechnische Natur irgendwie waren oder schulische Inhalte, spielte dabei gar keine Rolle. Es kam einfach am laufenden Band was und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich 25 Stunden am Tag irgendwie präsent sein muss. Und das ging irgendwann nicht mehr. Von daher habe ich mich von dem klassischen Messenger mit WhatsApp verabschiedet wieder und habe sie nur noch auf Teams zugelassen, weil ich dann wirklich entscheiden kann, wann arbeite ich und wann nicht. Das heißt, ich habe mir Zeitfenster geschaffen, okay, ein paar mehr, als ich den Schülern gesagt habe, wann ich auf irgendwas reagiere und wann nicht. Aber ja, es war zu viel. Aber das ist ja auch das Schöne bei Teams, geht ja bei WhatsApp auch, denke ich, aber bei Teams tatsächlich, dass man da einrichtet. Also, aber das war ein Lerneffekt, den bei uns auch alle irgendwie durchlaufen mussten, weil wir alle zugemüllt wurden dann von Schülern mit 1000 Anfragen, wie Markus sagte, es ist ja von schulischen Belangen über irgendwelche anderen Dinge zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und da entstand ganz viel Frust, weil die Kollegen einfach nicht immer präsent sein wollten, aber auch ganz viel Undiszipliniertheit dann mitbrachten, weil sie doch immer wieder reagierten. Und das ist ein Lernprozess, in dem stecken wir bei uns an der Schule im Moment voll drin. Und einige sind da weiter als andere. Und deshalb finde ich es jetzt doppelt schade, dass ich die von Philipp die Präsentation nicht mitgekriegt habe. Weil das hat ja was einfach mit der Raumdefinition zu tun. Zu begreifen, dass auf Teams irgendwie ein Raum ist, wie ein Klassenraum, in dem ich reingehe aktiv, um zu kommunizieren. Oder dann eben auch, wenn ich Feierabend habe, rausgehe und dann aber auch nicht immer durchs Fenster linse, ob denn vielleicht doch noch irgendwas da stattfindet. Und das ist total schwierig, ja. Sonst noch Fragen? Ich habe die Arbeit ja immer so mitgekriegt. Also Philipp und ich sitzen in einem Büro und ich habe vieles von der Arbeit mitbekommen. Gott. Ja. Und also kenne so ein bisschen den Prozess und fand das jetzt super spannend, nochmal so die Zusammenfassung zu hören und merke jetzt auch, wie du das dargestellt hast, auch so im Vergleich zum Kolloquium oder was weiß ich oder mal so Bürodiskussion, dass du weitergekommen bist und auch viel klarer bist, finde ich. Und also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Erstmal danke dafür. Ich bin ganz oft mit einer Freundin von mir, die an der Gesamtschule arbeitet und ganz viel mit über WhatsApp mit den SchülerInnen in Kontakt ist. Und das auch schon vor Corona immer gemacht hat und an der Schule immer ganz viele Diskussionen hat. Deswegen ist es offiziell tatsächlich an der Schule verboten. Also die dürfen das eigentlich nicht. Oder es gibt ein Statement halt dem Rektor, der halt sagt, nee, dass das nicht passieren soll. Und sie hat ganz viele, sag ich mal, Schülerinnen in der Klasse, wo sie meint, die hätte sie jetzt nicht bis zu 10 durchgekriegt, wenn sie das nicht gemacht hätte. Also wenn sie nicht, sie hätte einen Schulverweigerer, den sie dann wirklich eine Zeit lang morgens immer angerufen hat oder halt geschrieben hat und gesagt hat, so komm,
jetzt los, komm zur Schule, wir warten auf dich. Und also viel wirklich was, ja. Also so Sachen, ich habe, bevor ich an der Uni war, in einer Tagesgruppe gearbeitet und so Sachen, die wir mit den Jugendlichen da gemacht haben, als Pädagogen, Pädagoginnen, übernimmt sie quasi dann auch so ein Stück weit über diesen zusätzlichen Kontakt als Lehrerin. Ne? Also wir haben auch morgens da angerufen oder standen zur Not auf der Matte und haben gesagt, so, es ist jetzt Schule und komm. Und aber eigentlich war das halt vorher, sag ich mal, getrennter. Ne? Also da gab es dann die pädagogischen Aufgaben, die dann über halt Tagesgruppen, über Erziehungsbeistandschaften und so weiter geregelt waren, wo es dann einen Austausch und eine Kommunikationsunterstützung gab, auch zwischen Elternhaus und Schule. Und ich habe das Gefühl, oder so wie sie auch erzählt, oder Philipp auch von manchen Fällen, was du erzählt hast, dass da wirklich über diese zusätzlichen Kontakte auf einmal viel mehr, also sowas in die Schule quasi transportiert wird und man sich aber genau diese Aufgabe natürlich auch zusätzlich als Ballast natürlich auch irgendwie aufhalst. Und dann die Frage ist, wie hier jetzt, wie Markus und Moritz erzählt haben, also dass das einfach auch zu viel werden kann. Ne? Das waren so Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind, die ich nochmal teilen wollte. Ich würde mal noch, also wenn wir dieses Thema so, wie du es gerade dargestellt hast, das ist ja im Grunde genommen, als du die Umfrage gemacht hast, noch so ein bisschen so im Embryonalstadium. Das haben Moritz und Markus gerade aus der Praxis erzählt so ein bisschen und Uli kennt da auch Beispiele für. Wohin wird sich Schule denn jetzt wohl weiterentwickeln? Hat da jemand Vorstellungen, was da passieren kann? Also wie das jetzt gehen soll? Angeblich heißt es ja, nach den Sommerferien kehrt da wieder sowas wie Normalität ein. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht so sicher, ob da Normalität wieder einkehrt. Ich weiß zumindest aus unserem Hause, dass also keine Normalität stattfinden wird, sondern dass wir weiterhin in der digitalen Fernlehre einen Großteil bewältigen werden. Und von daher ist jetzt die Frage, normal? Dieter, vielleicht kannst du mal was dazu sagen, aus deiner Perspektive. Das fände ich jetzt auch ganz spannend. Ich bin selber noch als Lehrer tätig in Bielefeld und wir hatten eine Teams-Schule, aber wie läuft das weiter? Das ist sehr verschiedenartig, weil man muss ja bei Teams auch gucken, dass das letztendlich eine privatwirtschaftliche Sache ist und die Stadt Bielefeld hat Angst vor diesen hohen Kosten. Deswegen gibt es mindestens einen Konkurrenzkampf von 5 verschiedenen Ebenen. Die überlegen auch zu zoomen, die haben Teams, meine alte Schule hat iSurf. Jetzt kommt die Landesregierung noch an mit einer aufgemotzten alten Sache. Logineo heißt das. Und das sind 5, 6 verschiedene Rohre der Kommunikation. Und die Hoffnung ist, der Bildungsadministration die Digitalisierung damit voranzubringen. Ich persönlich glaube das nicht, dass das gelingen wird. Weil ich hätte nämlich auch die Nachfrage bei den interviewten Lehrpersonen, welche waren das? Ich glaube, das ist sehr abhängig von der Schulform, von der jeweiligen Lage der Schule, was für einen Schulstandortfaktor die haben und von dem, wie soll ich sagen, von der Schulkultur, wie das Verhältnis von Lehrer und Schüler beschrieben wird. Und mir ist aufgefallen, dass bei dem Vortrag, das, was Lehrer früher eigentlich machen sollten, also die edukative Beziehung, die ist ja gar nicht mehr im Mittelpunkt, sondern ist so, was sind wir geworden? Coaches. Für Themen, die mit der Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen zu tun haben. Und das ist ein großes Problem. Ist das gut oder nicht? Ich sehe da eine enorme Ambivalenz drin. Also das ist keine, sozusagen, ich weiß nicht, ob das zum Lehrerhandeln dazugehört. Und die Verschiebung der Räume, das ist total interessant. Das stimmt, das ist unsäglich, wann man, angesprochen wird und wie man darauf reagiert. Früher war die Schule als Architektur war ein geschlossener Raum. Und jetzt hat diese Institution total viele Poren. Und wie das nach außen geht, das ist auch eine schwierige Sache, weil die Grenze zwischen Schulhof und Lebensorte von Schüler und Lehrer Personen weggenommen werden. Man hängt da in was ganz anderem. Ich finde, das merken wir auch bei der universitären Lehre. Das ist ja, ich weiß nicht.
Die Landesregierung möchte zurück zum Präsenzunterricht. Das wird aber auch nicht gehen. Es wird aus verschiedenen Gründen nicht gehen, weil 10% der Lehrpersonen ab August nicht zur Verfügung stehen werden und sowas. Also die haben sich jetzt neu überlegt, dass die Lehramtsleute in Nordrhein-Westfalen, die müssen 6 bis zu 6 Unterrichtsstunden zusätzlich machen, ohne Bezahlung. Und die dienen alle so, sozusagen in Anführungsstrichen, also diese Gruppe der Risikolehrerinnen zu ersetzen, die da faul sind oder angeblich nicht in die Schule kommen werden. Es ist von Schulstandort zu Schule verschieden. Wo eine Schule ist mit 40-Jährigen, da hat man das Problem gar nicht. Wo man eine Lehrerpopulation hat, Ü60, da hat man mit einmal 30-40% Ausfall an Unterrichtsmöglichkeiten. Und ich finde das total wichtig, das zu diskutieren. Aber ich weiß nicht, wie die Digitalisierung laufen wird. Sie wird zu Ungunsten von Wissen und Bildung stattfinden. Wäre meine harte These. Das vorab. Die Frage ist ja, wie geht es weiter mit der Digitalisierung? Und bei uns im Kollegium, wir haben ein ganz durchmischtes Kollegium, und haben mit vielen Ü60ern, die keinerlei Kontakte irgendwie zu digitalen Endgeräten gehabt haben. Und wir nutzen seit 1-2 Jahren Microsoft Office mit Teams. Und na klar, haben wir auch all die anderen Sachen irgendwie abgeklopft, sei es iSurfer, jetzt Logineo, und haben festgestellt, okay, Microsoft ist da allen tatsächlich ein bisschen voraus. Das große Thema, das bleiben wird, was auch sehr frustig ist, ist die Frage des Datenschutzes, weil es da keinerlei handfeste Aussagen gibt. Alle eiern rum. Erst hieß es, der Datenschutzbeauftragte von Bielefeld hätte das den Schulen empfohlen. Daraufhin hat die Gemeinde Hiddenhausen nachgezogen und gesagt, wenn die das dürfen, dann dürft ihr das auch offiziell. Dann sagte der Datenschutzbeauftragte von Bielefeld, nee, habe ich nie gesagt. Also ein riesiges Tickhack und eine riesige Eierei. Da würden wir uns mehr politische Klarheit wünschen. Aber Fakten wurden geschaffen durch Corona. Und Fakt ist, wir nutzen Teams und haben die letzten 3 Monate genutzt, um unsere Kollegen fortzubilden. Das heißt, mein täglich Brot war, ich gehe in eine Schule, habe immer 3 bis 5 Kollegen gehabt und habe ihnen erklärt, wie sie Videokonferieren, wie sie digitalen Unterricht tatsächlich aktiv machen mit Whiteboards, wie sie Aufgaben von Schülern über ein Tool einsammeln können, bewerten können etc. Quasi sie dahin geführt, dass sie, und das ist die Perspektive, die Worst-Case-Perspektive, wenn wir, und da gehe ich tatsächlich auch von aus, Corona nach den Sommerferien nicht besiegt haben, dann sind wir in der Lage, mit allen Kollegen auch digitalen Unterricht zu machen. Das heißt, das Szenario ist dann, wir machen einen Kernplan montags 9 Uhr Englisch bis 10 Uhr Englisch. Das läuft in vielen Fächern bei uns schon. Und die Kinder sind dann vor ihrem Endgerät und haben eine Videokonferenz mit uns und bearbeiten dann die Aufgaben im Nachgang und geben sie uns. Das heißt, da sehe ich die Digitalisierung erstmal überhaupt nicht als Schreckgespenst, sondern da ist sie wirklich einfach ein Werkzeug, um weiter irgendwie Inhalte zu vermitteln. Dass das natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, wie wir Digitalisierung im schulischen Kontext eigentlich denken sollten und denken werden auch, denke ich, ist völlig klar, aber das muss gesondert diskutiert werden, denn wir reden jetzt ja über die Corona-Situation. Und da bietet uns die Digitalisierung riesige Fortschritte und Möglichkeiten, die Schüler mitzunehmen, so man denn zu Hause die Rahmenbedingungen entsprechend vorhalten kann. Das heißt, die Kinder müssen ein Smartphone haben, die Kinder müssen einen WLAN-Anschluss haben. Und wir haben eine Umfrage bei uns gemacht. Bei uns waren das 98%, die das haben. Und diese Basisausstattung, ich weiß, andere Schulen sehen das anders, aber die Basisausstattung mit Smartphone und WLAN-Anschluss reicht. Und ihr seht es bei mir gerade, ich bin ja in der Konferenz einfach mit meinem Smartphone, reicht, um digitalen Unterricht zu machen. Zumindest, wenn man unter digitalem Unterricht nicht versteht, erstellt man eine PowerPoint, weil digital heißt nicht,
ich muss jetzt auch digital arbeiten, sondern ich kann ja als Schüler genauso händisch meine Aufgaben erledigen und das machen wir so. Dann machen sie ein Foto davon, schieben das ins Aufgabenmodul, ich korrigiere das. Auch da muss man als Lehrer lernen und da haben wir ganz viel gelernt. Die Kollegen kamen nach einigen Wochen zu mir und sagten, Moritz, ich gehe kaputt, weil ich alles korrigiere, weil ich ja Feedbacks geben will. Und da mussten wir uns auch erst wieder erden und sagen, okay, wie ist es denn im realen Unterricht? Im realen Unterricht korrigierst du niemals alle Aufgaben von den Schülern, sondern sporadisch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir sind einfach auf einem langen Prozess mit ganz viel Lernerfolg. Und nach 3 Monaten Corona bin ich total begeistert davon, wie viele Kollegen sich wirklich jetzt auf den Weg gemacht haben und zumindest anerkennen, dass in Zeiten der Corona-Krise die Digitalisierung kein Schreckgespenst ist, sondern eine riesige Hilfe. Abgesehen von natürlich auch den Problemen, die es mit sich bringt, wenn wir über räumliche Entgrenzung sprechen. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich habe ja die freie Entscheidung, so wie ich abends nicht mehr in die Schule gehe, auch abends nicht mehr in Teams zu gehen. Das ist schwierig, aber das muss ich lernen. Und ich glaube, das können wir lernen. Super, vielen Dank. Moritz hat zum einen jetzt also mal erklärt, was Postdigitalität ist, für alle die gerade das mitgehört haben. Nicht? Man kann Aufgaben auch so lösen. Und das Interessante fand ich jetzt noch, dieser Satz, wo du dann sagtest, irgendwie man bearbeitet gar nicht oder reflektiert gar nicht alle Aufgaben, die die Schüler machen im normalen Unterricht, also in der Präsenzlehre. Nicht? An der Stelle sozusagen nützt die Digitalisierung dann auch so ein Stück weit dazu, um zu reflektieren, wie läuft eigentlich der normale Unterricht, weil man auf einmal eine andere Perspektive drauf hat, was ich ganz spannend finde. Aber jetzt hatten sich Simon und danach Markus gemeldet. Ich würde ganz kurz einmal die Perspektive aus einer anderen Richtung betrachten, nämlich aus der eines Vaters, einer 14-jährigen Tochter, die ja nun durch die Corona-Krise bedingt durch die intensive Nutzung von Messenger-Diensten auf einmal auch im schulischen Kontext ihre Messenger-Diensten gesehen hat. Kurz ausgeholt, meine Tochter ist seit ungefähr 5-6 Jahren mit Messenger-Diensten unterwegs und hatte schon in der Grundschule, hatten sie schon quasi die ersten oder ganz am Anfang der Schule die ersten WhatsApp-Gruppen, wo sich die Schüler unterhalten haben. Als jetzt Corona dazu kam, war es relativ verblüffend für mich festzustellen, dass in diesem Klassenchat, was die Kinder ja nun schon seit Jahren haben, auf einmal die Lehrerin drin war und Aufgaben verteilt hat. Was genau zu dem führte, was Philipp gerade ausgeführt hat und ich auch interessant mal gesehen habe jetzt, dass natürlich damit der Raum der Schule sich auf einmal in eine kontinuierliche Zeit, euch hatte das gesagt, von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends erweitert hat. Was dazu führte, dass wir als Familie abends am Abendbrotstisch uns über den Tag unterhalten haben und meine Tochter stolz erzählte, wie oft sie im Laufe des Tages mit ihrer Lehrerin kommuniziert hat und vorhat, Aussage noch in die Abendstunden hineinzubringen. Das heißt also, das war eine gewisse Zeit, die unprofessionell war. Weil es war natürlich extrem belastend für die Lehrer, was ich damals schon gedacht habe. Wir haben uns darüber unterhalten, gesagt, was machen denn die armen Lehrer? Die müssen auch mal Feierabend haben. Also ich will das eigentlich nur bestätigen und kann Verwunderung bei den Eltern ausdrücken, dass es doch eine gewisse Unprofessionalität der Lehrer oder eine Unprofessionalität ist nicht richtig. Nach einer gewissen Zeit hat man festgestellt, dass die Lehrer damit ziemlich überfordert sind, sodass es dann auf die professionellen Dienste wie iSurf und später auch Teams gegangen ist. Sodass dann dieser Raum sich zusammengeschrumpft wurde in die Professionalität hinein. Und das finde ich eigentlich ist eine ganz normale Lernkurve, die man im Rahmen der Digitalisierung eigentlich macht. Was geht, was kann ich den Mitarbeitern in der Schule zumuten und was ist noch funktional bei den Kindern, dass es einigermaßen gibt, dass man die Räume fest definiert. Um den Ausblick zu geben, ich glaube auch, dass wir nach den Schulferien, der Sommerferien durchaus noch einen kleinen Coronavirus haben werden. Aber ich glaube, dass diese 3 Monate, die jetzt für alle relativ neu und auch verstörend waren, vielleicht im Umgang miteinander, gerade was den Lerninhalt angeht, dass die Digitalisierung dazu führt, dass wir eine, ich nenne das jetzt Hybridunterricht bekommen werden. Bedingt durch die nicht mehr mögliche permanente Präsenz wird ein Teil des Lerninhaltes digital vermittelt. Mithilfe von iSurf, Teams und größeren Gruppen, die man jetzt hier so einen Zoom-Unterricht macht, oder vielleicht auch durch Videos aufhalten, um dann das im Präsenzunterricht weiter zu vertiefen. Ich glaube, das wäre dann sogar ein folgenschwerer, quasi das, was wir jetzt in den letzten 3 Monaten gelernt haben, wie man mit den digitalen Medien umgehen muss, in einer Art Schnellkurs, nutzt, um die Fähigkeit der Digitalisierung, den daraus entstehenden Lerninhalt, den man dann digital vermittelt, kombiniert mit wirklichem Präsenzunterricht. Weil ich denke, der Präsenzunterricht ist nach wie vor eines der wesentlichen Bestandteile einer Säule einer Lehrenden. Das nochmal so kurz aus der Perspektive eines Vaters, einer 14-jährigen Tochter, die das jetzt auch so durchgemacht haben. Ja, vielen Dank. Sascha und Petra haben sich noch gemeldet.
Und du darfst natürlich erst was sagen, weil du der Referent bist. Und danach würde ich dann das Thema wechseln wollen. Ja. Hier, da können wir offensichtlich den ganzen Abend drüber reden. Da scheint viel Diskussionsbedarf zu existieren. Also erst für Genau, also Simon hat eine Sache angesprochen, nicht direkt, mehr so indirekt, die tatsächlich auch in den Interviews vorkam und auch mit meiner Arbeit dann stellenweise ein Thema sind, ist nämlich, was ist denn eigentlich mit der Privatheit der Schülerinnen und Schüler? Also ich habe zwar nur die Lehrerinnen und Lehrer interviewt und habe die nach ihren Sachen befragt, aber man muss vielleicht auch mal überlegen und das thematisieren, die ich befragt habe, dann halt in gewisser Weise auch, dass es da irgendwie auch, man sich als Lehrer, als Lehrerin auch manchmal zurückhalten muss und denen dann auch die freie Räume geben lassen muss und eben nicht abends um 7 noch denen schreiben muss. Übrigens denkt ihr daran, morgen eher die Hausaufgabe, die ich euch gegeben habe, weil die Kinder haben nämlich auch mal Feierabend. So, ne? Das nur noch mal kurz als Einwand, da müsste man tatsächlich auch mal drüber nachdenken. Ja, die Kommunikation in digitalen Räumen, in unterschiedlichen digitalen Räumen, fordert das Beachten unterschiedlicher Konventionen. Ich sage das schon seit ein paar Jahren irgendwie und also sozusagen wurde ich früher darüber belächelt. Mittlerweile wird das, glaube ich, ganz klar, dass man das lernen muss. Nicht? Also was ist und wie ich auf verschiedenen Kanälen kommunizieren muss. Markus. Ja, ich erstmal, Philipp, da hast du, wie ich finde, vollkommen recht. Es ist mir auch schon passiert, dass ich schön am Abend nochmal gerade was eingeworfen habe an die Schüler und dann im Nachhinein dachte, alter Vater, okay, um die Zeit musste das eigentlich wirklich nicht mehr sein. Aber ich sehe da noch zwei ganz, ganz wesentliche Probleme. Und zwar, wir haben ganz viele mennonitische Kinder bei uns in der Schule und eine meiner Schülerinnen sagte, jop, alles klar, wenn ich weiß, wann es irgendwas gibt, dann fahre ich zu meiner Tante, denn da kann ich das auch benutzen. Das heißt, ich kriege im Leben nicht alle Schüler unserer Schule so gegriffen, wie ich sie brauche. Ich kann auch nicht erwarten, okay, liebe Eltern, jetzt verlegt mal selber euer Glasfaserkabel da irgendwo in eine Walachei und stellt mal noch ein, zwei Rechner hin für ganz viel Geld. Das haben die gar nicht. Also wir haben einen Migrationsanteil von knapp 70% bei uns, ohne das jetzt irgendwie in eine wertende Schublade zu werfen. Aber wir haben gerade bei den Migrantenkindern haben wir Bildungs- und Teilhabeanteil von ich weiß nicht wie viel. Und da sitzt nicht mal gerade so ein Schein etwas lockerer. Also da sehe ich schon mal bei der Digitalisierung ein großes Problem einfach. Da wird die soziale Schere immer größer. Und ein zweites Problem, was ich auch sehe, ist die Erwartungshaltung der Eltern übrigens. Ich habe ganz, ganz viele Eltern, die erwarten aber auch von mir eine permanente Präsenz. Die erwarten auch, dass mein Videounterricht reibungslos klappt und so weiter. Da stellte sich für mich dann aber irgendwie die Frage, bin ich denn wirklich als Angestellter oder als Beamter des Landes, bin ich dafür zuständig, bei mir denn alles mit den digitalen Medien auf dem neuesten Stand zu haben, um das akkurat anbieten zu können? Muss ich da richtig für in die Tasche greifen, was ich getan habe? Aber kann ich das von jedem Lehrer erwarten? Ja, ich kriege mein Gehalt vom Land, okay. Aber ist dann deswegen gleichzeitig auch die Erwartungshaltung gerechtfertigt, dass ich da richtig einen dicken Schein auf den Tisch lege und sage, jo, jetzt bin ich technisch perfekt ausgestattet. Ich habe es gemacht, weil ich da Bock drauf habe. Aber ich kann auch andere Lehrer verstehen, die sagen, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Da soll mir der Dienstherr etwas hinstellen, damit ich das auch umsetzen kann, was da von mir gefordert wird. Ja, ich komme gerade aus dem virtuellen Elternabend, der erste. Ich arbeite an einer Laborschule. Es gibt ein paar Punkte, die jetzt ich zu meinen Vorrednern irgendwie sagen möchte. Erstmal, Dieter, ich habe diese E-Mail auch gelesen. Unser Direktor hat uns weitergeleitet und da stand drin, zusammengefasst kurz, ja, nach den Sommerferien soll, kann, wie auch immer und dann wird es doch irgendwie anders und ich leite euch das hier mal weiter. Also es ist absolut konfus, was die Regierung sich da überlegt hat, aber Lernanwärter können, also sie müssen nicht die 6 Stunden zusätzlich unterrichten, also sie können, solange ihre Ausbildung davon nicht gefährdet ist, das nur am Rande. Aber du siehst, sie versuchen das, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Ja, Frau Gebauer versucht auf jeden Fall, die Schulen aufzumachen nach dem Sommer und das wird das große Risiko sein. Dazu kommen klar diese Stunden, die die Lernanwärter geben können und dann ist jetzt auch noch, man kann Leute einstellen, die nicht unbedingt was mit Schule zu tun haben. Das ist auch noch eine Möglichkeit
um diese ganzen Ausfälle von den Risikogruppen aufzufangen. Und wie groß die Sorgen sind, sieht man auch daran, dass wir kurz nach dieser Mail haben wir eine weitere Mail bekommen, dass das Land Nordrhein-Westfalen digitale Interessierte, also Markus und Moritz, interessierte Lehrer sucht. Ich weiß nicht, ob ihr die E-Mail auch bekommen habt, die genau da jetzt Teamgeist zeigen sollen und letztendlich das, Markus, was du mit Schild machst, wahrscheinlich genau diese Sache soll jetzt einer wieder aus dem Boden stampfen und da kommt der Held und komm, ich erkläre allen Schulen, wie jetzt die Digitalisierung abläuft. Der Digitalpakt, da wo das ganze Geld sitzt, das ist super, jede Schule kriegt 230.000 Euro, kann das mit einem mit Schule 2020, da gibt es noch so ein, oder Digital 2020, könnt ihr gleich sagen, wie das heißt, ich weiß es gerade nicht. Das muss daran gekoppelt werden, wir brauchen Medienkonzepte, keiner unterstützt die Schulen, diese Medienkonzepte zu schreiben, es ist unheimlich schwierig, wir können von den 230.000, die Laborschule vielleicht kriegen könnte, keine Ahnung, ich glaube, das ist so ungefähr die Zahl, davon kannst du aber nur Endgeräte kaufen oder irgendwas, was damit zu tun hat. Was wir aber brauchen, sind Menschen, die das Ganze supporten. Und die darfst du davon nicht bezahlen. Das heißt, unser Typ, der bei uns zuständig ist, mit einem Kollegen zusammen, die sind gnadenlos überfordert. Bei uns ist es eben nicht Microsoft Teams, nicht diese ganzen amerikanischen Nummern. Bei uns läuft das Ganze mit diesen Open-Source-Geschichten. Uns wird jetzt nahegelegt, eher mit Jitsi zu arbeiten. Die arbeiten auch immer weiter. Das ist auch eher so eine Open-Source-Geschichte. Die sitzen auch in Deutschland und nicht in Amerika, so wie Zoom. Viele haben mit Zoom gearbeitet, so wie wir jetzt ja auch. Und ich habe da auch kein Problem mit gehabt. Nun, das ist da ein bisschen anders. Das zu diesen Sachen. Dann die Beziehungsebene. Da bin ich jetzt nach meinen Jahren an der Hauptschule, an einer Schule gelandet, die von Beziehung lebt. Bei uns in der Laborschule ist es nun mal ganz, ganz wichtig, dass wir diesen persönlichen Austausch haben. Und das ist bei den Kindern und gerade auch bei den Eltern, das ist die Rückmeldung. Wir sind überfordert, als Eltern die Lehrer zu spielen, haben selber ganz viele Eltern eben gerade noch zu mir gesagt, also aus dieser ganzen Zeit, ich habe festgestellt, ich bin kein guter Lehrer, müssen Sie ja auch gar nicht sein. Trotzdem sind Sie ja, und das hatte Moritz oder Markus, Entschuldigung, einer von euch beiden hat das gesagt, es geht ja darum, letztendlich die Überforderung oder letztendlich auch diese Ansprüche, die Anforderungen, nicht Überforderung, sondern die Anforderungen, die Eltern an die Kinder und an die Digitalisierung und letztendlich an uns haben. Das ist ein größeres Problem als das, was die Kinder haben. Die sind genauso, wie Simon das oder auch einige andere schon gesagt haben, durchaus in der Lage, diese Möglichkeiten zu nutzen, wenn die Möglichkeiten, so wie Moritz und Markus auch gesagt haben, denn vorhanden sind. Denn das ist das große Problem. Beruf und Teilhabe, 150 Euro zur GAP in Bielefeld jetzt zu gehen, die sagen, wir bieten für 50 oder 100 Euro ein Endgerät an, ist erstmal die eine Sache. Aber das syrische Kind bei mir in der Klasse, das sowieso schon letztendlich Probleme damit hat, die Sprache zu verstehen, sich dann noch einzuarbeiten, in so ein Programm damit umzugehen und so weiter und so weiter. Wo bleiben die am Ende? Das sind nicht nur die Mennoniten, das, was Markus da eben gesagt hat, sondern da haben wir auch mit den Flüchtlingskindern und so weiter. Das ist ein ganz großes Endproblem und die werden letztendlich, ja, ich weiß gar nicht, wie man das auffangen will. Also die Regierung muss noch viel mehr Geld in die Hand nehmen, denn wir kommen nicht drum rum. Und anstatt mal mit Australien zu reden und zu sagen, ihr macht das ja schon jahrzehntelang, wie baut ihr das eigentlich auf, dieses Distanzlernen? Und es gibt genug Best-Practice-Beispiele. Warum gibt es keine internationale Vernetzung? Warum reagiert man immer so langsam auf das Ganze? Es ist eine schwierige Sache. Und Simon, wenn deine Tochter in der Grundschule schon WhatsApp genutzt hat, ist erst ab 16. Also da nochmal gucken irgendwie. Und diese Freiräume, das habe ich bei mir selber festgestellt. Ich habe auch den Schülern mal um 21:30 geantwortet, Sascha, was bedeutet eigentlich Synthesizer? Ja, das kommt abends um 21:30 dann auch mal rein, so eine Frage. Da muss man auch wirklich sich abgrenzen. In den ersten Wochen habe ich das immer zugelassen und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe das mit den Kollegen abgesprochen, es gab einen Plan, Präsenzzeiten, Anrufzeiten für einen Videochat, für FaceTime-Anrufe und so weiter und so weiter.
weil ich habe eine Familie zu Hause, da musste auch vieles geregelt werden, das kennt Markus ja auch nur zu gut, und dann muss man das mit Schule vereinbaren und da muss man mit dieser neuen Situation umgehen. Und irgendwann habe ich gesagt, nur Fragen wirklich an den Präsenzzeiten. Es ist für Schüler aber auch eine ganz neue Erfahrung mit dem Lehrer. Das hattet ihr angesprochen, Philipp, ich habe deinen Beitrag leider nicht gehört. Ich weiß nicht, inwieweit du darauf eingegangen bist. Aber dieser private Raum, der da hinter mir und da, oh, Sascha hat ja eine orange Lampe im Wohnzimmer. Interessant. Ja, ich kann natürlich meinen Hintergrund verstellen. Jetzt kann ich einstellen. Natürlich kann ich damit umgehen und kann das digitale Medium bearbeiten und dementsprechend benutzen. Aber die Kinder letztendlich, das war auch die Rückmeldung, auch der Eltern, ja, so ein Telefonat mit dem Lehrer ist nochmal was anderes. Ich könnte noch ein bisschen weiterreden aus der Praxis, aber diese persönlichen Räume, da müssen Kinder auch erstmal lernen, mit umzugehen, und das ist für viele schwierig. Danke. Sascha, wir unterhalten uns irgendwann anders mal darüber. Ja, es gibt, also wir sehen, dass das, also je länger man darüber nachdenkt, desto mannigfaltiger werden die Herausforderungen, die mit der Digitalisierung, Kontext Bildung, will ich mal im weitesten Sinne sagen, verbunden sind, werden immer mehr. Petra, noch ganz kurz. Die Situation an Schulen, also zwischen Lehrer und Schülerin, unterscheidet sich, glaube ich, nur in Nuancen von dem, was ich beispielsweise in der Lehre erlebe. Das sind die gleichen Phänomene, die gleichen Probleme. Ich will es ganz kurz machen. Die Bertelsmann Stiftung hat in der Woche vom 15. Juni eine Themenwoche digital online gestellt mit Livestreams, Methodenworkshops. Das war total spannend. Thema war 21st Century Skills. Und das war das, was Simon gesagt hat. Simon hat von Hybridunterricht berichtet. Da wird schon ernsthaft Hybridschule diskutiert. Wenn ihr Zeit habt, guckt euch das mal an. Ich bin ein bisschen hinten rübergefallen, was die da gerade so in die Welt rausgezeigt haben. Aber den Rest spare ich mir. Aber jetzt machen wir dieses Thema zu.